Wir haben in den letzten Monaten 5 Häuser fertiggestellt und sind sehr stolz auf unsere Leistung. Tagsüber geben wir alles für unsere Kunden, um ihnen ihre Traumhäuser zu ermöglichen. This is amazing. Wie im Casino. Und abends gehen wir dann auf die Bühne und machen unser Publikum glücklich. Unsere Kunden Mary Alice und Paul haben lange auf die Renovierung gewartet. Ihr Haus braucht eine Auffrischung. Es wird Zeit für eines unserer größten Projekte. Schön, euch zu sehen. Ich liebe dieses Haus. Erzählt mal von euch. Ich komme ursprünglich aus Oklahoma. Ich kam aus Bismarck, North Dakota. Dort waren 20 Grad, hier über 40. Wie lange seid ihr hier? 25 Jahre. Habt ihr das Haus gebaut? Wir kennen es noch im Rohbau. Wir haben uns erst das Haus gegenüber angeguckt. Doch dann stand dieses hier auf einmal zum Verkauf und wir sahen das Potenzial. Die Kinder sind hier aufgewachsen und wir leben hier wirklich schon sehr lange. Was hat euch am Ende überzeugt? Es war der Garten. Am Anfang hatten wir nur ein kleines Stück Rasen und einen Grill. Wir haben lange gespart, um unseren Pool und das Gartenhaus zu bauen. Und dann kamen die Partys. Wir waren über 20 Jahre Teilhaber eines Restaurants hier in der Gegend. Einmal im Jahr haben wir im Garten eine riesen Dankeschön-Party für unsere Kunden veranstaltet. Ich verarbeitete Unmengen Fleisch im Smoker. Gutes Essen und Partys sind ein großer Teil unseres Lebens. Wir lieben es, Menschen um uns zu haben. Aber bitte nur im Garten, nicht im Haus. Wir sind einfach nicht stolz darauf. Jetzt verstehe ich, warum ihr renovieren wollt und nicht einfach umzieht. Wir haben hier viel zu tun. Aber wenn wir fertig sind, wird ihr neues Wohnzimmer genau die einladende Atmosphäre haben, die Mary Alice und Paul sich wünschen. Wir bauen eine Küche für Profis, sodass Paul den nötigen Platz hat, um die ganze Familie zu versorgen. Das Esszimmer wird zum Rest des Hauses hin offener gestaltet, sodass die beiden die großartige Aussicht auf den Garten genießen können. Das Familienzimmer bekommt einen neuen Kamin, der für die gewünschte Gemütlichkeit sorgt. Der Mehrzweckraum wird aufgefrischt und bekommt mehr Privatsphäre. Das Wandbett, das die beiden so lieben, behalten wir, um das Budget zu schonen. Und das Gästebad wird vom Boden bis zur Decke neu gestaltet. Mit einem Budget von $180.000 haben wir 9 Wochen Zeit, um fertig zu werden. Mary Alice und Paul haben gerne Gesellschaft, also müssen wir diesen Ort partytauglich machen. Das wird ein neues Haus. That's awesome. Let's go. Let's go. Wir starten in der Küche. Geschirrspüler weg. Der Kühlschrank auch. Räumst du die Bank aus? Das kommt alles raus. So geht's auch. Hallo! Hallo! Hey, fancy seeing you here. Nach 25 Jahren, endlich geschafft. Ich freue mich auf einen Ort, an den wir Freunde einladen können. Nicht nur in den Garten. Und ich freue mich, dass er wieder kocht. Ich bin gespannt. Ein bisschen nervös und aufgeregt bin ich schon. Nach euch. Ich renne. Durch die Tür? Wow, this is awesome. Sind wir richtig? Wow. Holy cow. Ich fasse es nicht. I love it. I love it. I love it. This room looks so. Dieser Raum sieht so viel größer aus.
Hier kann man jetzt ganz entspannt mit Gästen einen Drink nehmen. Es wirkt viel breiter. Die Maße sind dieselben, aber die Möbel passen besser. Das übertrifft alle Erwartungen. Die alte Küche war so abgeschottet und die Töpfe und Pfannen waren im Weg. Wir haben dafür gesorgt, dass die Lampen hoch genug hängen, damit ihr freien Blick habt. Genau das wollte ich. Es wirkt alles viel offener, vor allem der Blick nach draußen. Ich habe ja gesagt, ich will es mächtig. Das Holz passt super rein. Die Verbindung zwischen Küche und Familienzimmer war euch ja wichtig. Oh my gosh. This is awesome. Oh my goodness. Ich finde es toll, dass diese Wand weg ist. Das macht so einen Unterschied. Absolut. Ein einziger großer Raum. Der Kamin. Hier waren vorher Ziegelsteine und dieses nicht mittig angeordnete Regal. Alles weg. Wie echtes Holz. Das ist die Fliese von dem Muster. Das Muster wurde dem aber nicht gerecht. Bei dieser Größe, atemberaubend. Wie der Rest des Hauses. Noch mehr schöne Sachen. Die Kalkwand ist ein toller Blickfang. Die Küche und diese Wand schauen sich förmlich an. Wirklich toll. Schöne Tür. Wir haben hier eine neue und größere Glasschiebetür eingebaut. Vorher wirkte sie so verschlossen. Jetzt hat man einen freundlichen Durchgang zum Garten. Das Loch in der Wand haben wir geschlossen und den Raum umgestaltet. Wollt ihr den Raum der 1000 Gesichter sehen? Das war alles, außer ein Schlafzimmer. Oh wow. Oh wow. This looks amazing. Das Wandbett haben wir behalten, aber neu lackiert. Der Raum ist viel moderner und kann als Gästezimmer genutzt werden. Das ist viel praktischer. Wenn das Bett geschlossen ist, kann man den ganzen Raum nutzen. Ich mag die schwarzen Akzente, die wir normalerweise nicht gewählt hätten. Das ist ein richtig schöner Ort geworden. Ich möchte euch jetzt das Bad zeigen, von dem ich so begeistert bin. Oh my goodness. Große Klasse. Wir haben uns für Schwarz und Weiß entschieden. Außerdem haben wir Marmor und Holz verwendet, damit es sich warm anfühlt. Die Grastapete und die Dusche sprechen für sich selbst.